So, meine Lieben, an den Rundfunkgeräten, ich gehe auch gleich zur Seite. Eine Frage, wenn Weihnachten erscheint und ihr die Bäume aufbaut oder die Bäume in eure Wohnzimmer einbettet oder einkleidet oder reinbringt, baut ihr dann auch immer alles so um, ne? Also da ist der künstliche ziemlich groß. Ich weiß gar nicht, ob ich die Spitze da oben dran kriege. An sich wollte ich den ganz woanders hinbacken. Aber naja, der Tisch ist zu klein, der Fuß der fällt mir sonst runter. Ich habe keine Lust. Also baut ihr eure Wohnzimmer auch immer um, seid ehrlich, komm. Also ich mache jetzt vorne dahin. Ist ja eh nur für mich. Und einen da gegenüber habe ich ja schon gezeigt. Ja, ich meinte noch, ist klar, da kommt noch mehr, alles dran da. Geht gleich fröhlich weiter. Ja, wollte ich nur fragen, baut ihr auch immer das Wohnzimmer um, wenn ihr euren Tannenbaum aufbaut? Ich habe vorhin einen Tannenbaum gesehen, Halleluja, da kannst du ja drin tanzen, aber egal, da sage ich dir nichts zu. Ne? Darin könnt ihr nicht tanzen, das schwöre ich, das wird schön. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht alles umschmeiße. So, meine Lieben, hattet ihr früher auch immer so einen Stress, wo da die Kugel hin soll? Ich meine, ich mache mir keinen. Ich mache mir hier den Stress für euch. Ich möchte mit euch Weihnachten feiern 2019. Und lasst euch auf die Videoclips mal ein. Ich merke gerade, aber ist egal. Verschiedene Lichtfrequenzen ist ja egal. Und die Musik ist auch zu laut. Aber wie gesagt, die Musik kommt. Die Musik kommt aus dem Phone. Ne? Handy, einfach einschalten. Ey Leute, man kann so schön Weihnachten feiern, egal wo man ist. Tannenbaum mitnehmen, hinstellen. Ja, einfach hier anmachen und dann wie immer. Wir können so schön Weihnachten feiern. Wenn das hier jetzt auch eine Satire-Sendung wird, meine lieben Freunde, aber soll mir egal sein. Ich kann ja auch als Nikolaus rumlaufen und einen euch erzählen. Also ist es ja nicht. Vielleicht mache ich das sogar. Lauf hier rum und erzähle euch einen vom Nikolaus oder Weihnachtsmann. Ich wünsche euch wirklich wunderschöne Weihnachten im Jahre 2019. Ich bin noch bald. Die andere Lichterkette ist noch nicht an. Die wird dann gelb schimmern. Ich werde den Nikolaus, den ich gerade da vor die Nase hatte, irgendwo anders hinhängen. Ich muss auch gegen die Musik ankämpfen hier mit meiner Stimme. Dass ich da wieder reinpasse, ist irre. Also wie gesagt, man kann da vieles machen, mache ich ja auch. Da sind ein paar Glitzerkugeln drin, die da man kann so viele Sachen machen. Übertreibt es nur nicht zu Weihnachten. Macht es euch für euch. Ich komme schon in die Musik rein hier. Boah, Hammer. Herrlich, jetzt ist diese Ruhe, diese Silent Night, ne? Aber herrlich, Wahnsinn, gleich fangen die wieder von vorne an, aber egal. So, wie gesagt, ich denke mir da irgendwas aus, ich bin noch nicht fertig, um Gottes Willen. Ne, da kommen mal andere Kugeln rein und so, ich meine, das reicht. Vielleicht habe ich Lust, kaufe dann noch was, wegen dem Rot, ne? Bin ja kein Designer oder so. Ich habe einfach Lust. Ihr merkt, ich habe Lust auf Weihnachten. Eine kleine Mini, diese kleine Mini-Weihnachtsanlage hätte an sich ja schon gereicht. Aber nein, ich musste ja noch den Wahnsinnsbaum da auch noch hindonnern. Okay, in Wirklichkeit steht das ja im Geschäft. Aber meine Kunden mögen das alle gar nicht mehr. Und deswegen steht es hier. Ihr könnt euch, dürft glauben, dass ich sogar hier nach außen das auch machen werde. Ja? Also nach außen werden auch noch solche Sachen kommen. Also die gesamte Street hier wird weihnachtlich. Nur für mich ganz allein und natürlich jetzt auch für euch, weil ihr werdet ja videotechnisch da begleitet. Ich muss gleich die Steckdose noch holen, damit ich das gelbliche Licht da, also ich habe gelb und weiß genommen, da so cremeweiß. Ist auch viel zu hell jetzt hier. Ich habe auch da die Lampe vergessen. Also ich werde noch ein weihnachtliches Video machen, wo dann der Baum da nur strahlt. Und die andere Ecke auch nur strahlt. Ihr merkt, ich bin außer Puste, ich muss darunter hochklettern. Ich weiß, lacht jetzt nicht, der ist gerade krumm geworden, den muss ich wieder gerade machen. Ist klar. Also wenn der richtige Video kommt und ich den Heiligabend-Clip mache, den kann ich mir erlauben, weil ich ja alleine bin, ne, werde ich euch, alle die alleine sind, einen Heiligabend-Videoclip machen und dann wird dieser Baum richtig erstrahlen. Ich habe auch noch ein paar andere Ecken, wo ich dann das auch machen kann. So, jetzt hänge ich wieder ein, ich muss weiter. Nee. So, jetzt hat die weihnachtliche Musik auch aus und es scheppert ja alles ein bisschen. Jetzt habe ich die beiden schon mal an, seht ihr? Ah, schon ein bisschen mehr Licht. Bisschen gelblich, bisschen weißlich. Keine Ahnung, ob das wirken wird. Im Moment ist zu viel Licht an, deswegen wirkt das nicht. Ich arbeite dran.
Ich weiß, da könnte man noch... Also ist noch nicht fertig. Ich baue noch ganz viele Sachen rein. Bin sowieso gerade wieder unterbrochen worden. Ich liebe es, wenn das Telefon geht. Ja, genau. Siehst du? So, jetzt machen wir hier, ne? So. Ne, ist falsch. Ich will mich nicht. Nicht so. Ja, so. So, den schicke ich dann round the world. Round the world. Ich bin noch nicht fertig. Den kriegt jetzt jemand anderes. Darf ich vorstellen, Erdogan im Bauhaus. Samstag vor Weihnachten zu Ikea. Jetzt kann man auch hier was Liebe machen. Ich kann die Schuhe nachvollziehen. Ne? Also Erdo ist da on the way in einem Bauhaus. Finde ich auch unheimlich nett von ihm. Ich war nicht im Bauhaus, ich bin hier. Ich habe alles aus meinem Studio rausgeholt und habe es hier aufgemacht. An sich gehört das alles ins Studio da hinten. Da müssen auch Batterien rein. Wenn er das Gesicht sehen sollte, das leuchtet dann auch. Da habe ich noch so ein Licht, das leuchtet dann auch. Also diese ganze Stube wird dann winterlich, weihnachtlich. Und nach draußen wird das auch gemacht. Das sind blickdichte Sachen, die hier sind, wegen den Studios. Und da muss ja auch blickdicht sein und dunkel sein, wenn man hier Filme guckt. Also ich werde euch eine wunderschöne weihnachtliche Videosession bereiten. Vielleicht mache ich die auch extern. Weiß ich noch nicht. Ich mache sie nicht live, weil live machen andere, sollen sie auch machen. Ich mache diesen winterlichen und dann lasst euch überraschen. Ich habe mehrere Pullis, um das lustig zu machen. Ob es euch gefällt, weiß ich nicht, wird sich herausstellen. Ich werde das jedenfalls so machen, dass ihr Lust habt. Und ich hoffe auch, dass der Erdo sich wieder zu uns gesellt. Im Moment ist er nicht, ist er out of range. Mal gucken. Ja, ist out of range. Ja, ist out of range. Also Erdo ist out of range und Ariane Raspe ist out of range. Aber Ariane Raspe kann ich haben. Wendler Frank ist momentan im Stress. Prashant ist auch im Stress. Ja, ist halt so. Komm, Prashant kriegt meinen Tannenbaum. Zack. So, somit grüße ich auch Prashant. Während der laufenden Kamera werde ich jetzt Prashant mal eben begrüßen. Der ist unterwegs, der wird mir auch gleich wieder inzwischen die Hörner hauen. Hallo Prashant, ich begrüße dich total recht herzlich in Göttingen oder da, wo du gerade bist. Wie gesagt, wir haben vorhin Smalltalk, die Hauptkamera läuft auch. Die Hauptkamera bekommt mit, dass ich dich jetzt hier grüße und ich grüße dich total recht herzlich. Ich baue mir auch meinen eigenen Weihnachtsbaum, wir haben darüber gesprochen. Wir alten Männer, ne, haha, wir, die alleine sind, sollen sich auch Weihnachten gönnen. Schau die Videoclips, die ich mache. Ich weiß, ich bin noch nicht rasiert, sehe auch aus wie so ein Weihnachtsmann hier. Johnny das Rentier hat auch rote Nase. Jo, hat auch eine rote Nase. Mann, das Ding habe ich aus dem Ding rausgeholt. Ich muss mir noch fein machen. Wie gesagt, die richtige Kamera läuft. Die ganze Welt kann jetzt zuschauen, dass ich mir einen Prashant hier den Videoclip mache. Prashant kriegt diesen Videoclip. Moment, da ist die Kamera. Da ist das andere. Bin hier in meinem Studio, bin noch gar nicht fertig. Ich mache ein Exklusivvideo für dich über Weihnachten. Du beschallst uns sonst immer im Kino, auf der Leinwand, bei Cobra 11. Und jetzt mache ich mal einen Videoclip für dich. Persönlich, wie gesagt, den Tannenbaum baue ich noch. Lasst euch überraschen, da die Hauptkamera, muss ich ja auch sagen, die Leute, die das jetzt sehen, nicht nur Prashant, nicht nur die anderen, nicht nur Erdogan Atalay, sondern alle, Anita, Maya. Ich werde eine wunderschöne Show machen und lasst euch überraschen und du auch. Hab ein tolles Wochenende. So, da kriegt der Prashant. Nochmal, ich kann einen auf Weihnachten machen. Vielleicht nehme ich hier die Maske. Weihnachten. Kann sein, ich mag ihn. Oh, ich habe gerade irgendwo reingetreten. So, meine lieben Freunde, macht den Weihnachtsbaum da weiter. Wenn die Show beginnt, ist alles fertig. Und lasst euch überraschen, ich habe einfach mal gezeigt, wie ich mir jetzt hier Mühe gebe, um euch eine weihnachtliche Show bei YouTube und Facebook zu generieren, auf den Weg zu bringen. Ich habe extra den uralten Pullover hier an.
Rentier, ihr merkt ja auch gar keinen Bauch mehr, ich habe gar nichts mehr, aber egal. Ladies and Gentlemen, das wird eine lustige Weihnacht dieses Jahr für euch. Ich mache das für euch, ob es gefällt, weiß ich nicht, soll mir auch egal sein, aber ich mache es für euch. Ich mache es für euch, ob es euch gefällt, das liegt ja an euch, nicht an mir. Na? Ihr könnt ja abschalten, ne? Wie ich jetzt abschalte, weil ich da weitermachen muss. So, werden wir kurz unterbrechen. Ich zeige euch mal, wie man Weihnachtsclips machen könnte. In Ruhe. So, wie gesagt, meine Ladies and Gentlemen, now we are come und was weiß ich nicht alle. Auch my Australian peoples are coming, here I am and so on. Also, wie gesagt, weihnachtliche Sachen kann man machen. Wie ich die Clips noch machen werde, weiß ich nicht. Ihr seht ja, bemühe mich und ich lasse euch daran teilhaben, dass ich mich bemühe, euch zum ersten Mal nicht aus dem Studio, sondern hier live aus meinem kleinen Mini-Kino für mich privat. Ihr seht auch Backstage, ihr seht Sachen, die ihr sonst nicht seht, sonst seht ihr nur die Leinwand. Ich werde natürlich mit der Leinwand anfangen. Ich werde da sicherlich irgendwas eröffnen. Ich werde euch eine wunderschöne Weihnacht kreieren. Ich hoffe, ich treffe euren Geschmack. Ich habe das nur gerade weggemacht, weil wenn ich die Musik zwischenlege, dann müsste ich jetzt schreien. Auch wenn die leise ist. Ich müsste trotzdem laut. Ich lasse mir was einfallen. Ich will es natürlich nicht zu kitschig machen, ist klar. Aber ich will. Ich will einfach euch eine Freude machen. Ich möchte mich aber auch bedanken. Ich möchte mich bedanken für ein Jahr 2019. Muss man wieder unterbrechen hier. Also für ein Jahr 2019, was wirklich wunderbar war. Ihr wart bei mir. Wir waren und haben gesprochen. Wir haben uns geoutet. Wir haben eine tolle neue Sache aufgebaut für 2020. Cobra 11. Wir haben zwischendurch mit Erdogan gesprochen. Erdogan gehört an sich zur Gruppe, dann noch die anderen, Pia, genau, Nils nicht zu vergessen und alle anderen. Und über die anderen darf man ja nicht reden, weil sonst da gibt es Ärger. Also ich spreche also nur über Erdogan, Pia und Nils, nicht die anderen, ja, weil die anderen kommen dazu. Ich will nur einfach sagen, viele Leute aus GSG, Nein, ich will also die Vorfreude nicht wegnehmen. Ich will auch keine kitschigen Videos machen. Ich werde natürlich ausgelassen sein. Das dürft ihr mir glauben. Ich habe extra weihnachtliche Pullover rausgesucht, die uralt sind. Ich passe da wieder rein. Ihr merkt, wie kurz die sind. Die trage ich auch, wie gesagt, nur zu Hause. Oder wenn es kühl ist, ziehe ich die mir über und schlafe sogar damit. Aber das ist egal. Also wie gesagt, ich habe vor, hier so eine weihnachtliche Geschichte zu machen. Ich werde mir das jetzt natürlich nicht ständig davor halten. Sehe natürlich besser aus. Ist natürlich ein schöneres Gesicht wie meins. Ich bin auch im Arbeitsstress. Weil dieser Baum muss noch geschmückt werden. Und wenn ich so weitermache, hier vor laufender Kamera rumdaddel, wird der nie fertig. Ne, wir haben schon 17.21 Uhr auf dem Samstag, vor dem vierten Advent. Und ich habe mir gedacht, ich mache hier diese Videoshow für euch, nicht live. Live auf keinen Fall. Ist doch ein bisschen zu viel Stress. Nicht doch, weil gucken ja nicht so viele zu. Ne? So, also wie gesagt, ich mache dieses Video und habe dieses Video gemacht für Detlef Scholzen, für Frank Zander, für Frank Wendler, für Nadja, für Charlene, ich sage nur die Vornamen aus Sicherheitsgründen, Erdogan, Nils, Pia, Action Team und alle anderen. Ja? Aus welchem Grund auch immer, ich werde im Jahre 2020 mich outen. Ich freue mich jetzt schon, im Jahre 2020 wieder so eine Geschichte zu machen. Da habe ich einfach vor, nicht nur, weil ich mich jetzt hier auch bei meinem Bürgermeister bedanken möchte, der mir hier halt einen Stern geschenkt hat, einen waschechten. Er hat also Geld ausgegeben. Ich bin zwischen einem kleinen und großen Wagen und dieser Stern heißt Fuhrmann. Sternbild Fuhrmann bei Google eingeben. Schaut euch die kleine Videoshow an. Vielleicht blende ich die auch ein, ich weiß es nicht. Also dieses Jahr darf ich das nennen, dass ich ein wahnsinnig schönes Geschenk bekommen habe, einen eigenen Stern. Das hat mich auch bewogen, euch so einen Videoclip zu machen. Ich habe unheimlich viel Spaß mit der Spitze da oben. Ich kriege die nicht gerade.
Ich finde das toll. An sich müsste jetzt hier ein spezieller Film laufen in diesem Studio. Das werde ich auch gleich raussuchen. Und zwar diese komische Bescherung. Ja, weil ich habe echt Bock drauf, sowas nachzumachen. Ich habe jetzt einfach spontan einen Dreh gemacht. Ja. Auch mit dieser Musik hier. Ich finde das toll. Wer eine 5.1 Anlage hat, kriegt das mit. Dann müsste ich die mal so rund machen hier. Komm her, mach ich mal. Das ist eine 5:1. Einen Blick. Ich mach mal so einen Sound. Also so einen Sound. Ich unterlege das jetzt mal mit den 5.1. Ja, ich sehe die totale Beschallung. Also lasst euch mal überraschen. Ich mache hier für euch eine wunderschöne Weihnacht dieses Jahr, weil ich einfach Interesse zeige euch gegenüber. Ich möchte mich auch bei euch allen bedanken, die nicht nur bei mir waren, mit denen ich gesprochen habe. Prashant war live da, hat die Bude gerockt. Der Dr. Scholzen war da, hat die Bude gerockt. Der Frank Zander war da, hat die Bude gerockt. Das darf nicht gefilmt werden, ist klar. Aber dafür war der Frank Wendler da. Frank Wendler war da. Und das darf oder durfte gezeigt werden. Der hat auch die Bude gerockt. Wer nicht da war, war Detlef Scholzen, weil der irgendwo da jetzt bei Krass Schule rumdonnert. Auf den grüße ich auch. Ich werde natürlich immer unterbrochen, auch jetzt. Team Cobra 11 hat gerade. Team Cobra 11 hat. Ach ja, ich liebe es. Also Team Cobra 11 hat gerade dazwischen gedonnert. Mir da irgendwelche weihnachtlichen Sachen gewünscht. Ich wünsche die total zurück, meine lieben Freunde. Na, also wie gesagt, ich bin hier total verbunden mit Team Action Concept, Team Cobra 11, Maya, Anita, Prashant und so weiter. Und ich mache dieses Jahr exklusiv eine Show für euch alle, auch für die anderen Zuschauer, auch für die ganz anderen Zuschauer, die mich überhaupt nicht kennen. Ihr seht, dass diese Aufbauarbeiten, es ist nämlich viel Arbeit, eine Videoshow zu machen. Ihr glaubt sonst immer, das geht alles so einfach. Nee, geht es nicht. Ich habe jetzt keine helfende Hände hier. Ich muss das jetzt alles alleine machen. Ich muss mir auch die Kameras denken, wo ich die positioniere und arbeite. Ich muss mir das Licht ausdenken. Ich habe jetzt volle Beleuchtung an. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Videoanlage nicht. Ich habe auch die Beschallung jetzt nicht. Aber ich kümmere mich drum. Ich mache es und lasst euch bitte, bitte überraschen. Jetzt mache ich wirklich Cut. Ja, jetzt kümmere ich mich erstmal um das Action-Konzept über Erdogan und die allen anderen. Prashant, wie gesagt, der sitzt im Zug, fährt nach Hause. Wir hatten also während des Laufens auch einen Smalltalk. Und ich hoffe, die Videoclips gefallen euch. Ich bemühe mich jedenfalls. Ja, wenn sie nicht gefallen, ist auch nicht schlimm, weil Star Wars leidet auch darunter, sehe ich gerade. Die haben ja reichlich auch Minus, ne? Klar. Na gut, so schön mache ich es mir jetzt nicht, ne? Aber habe ich schon mal gemacht. Ich habe schon mal sowas gemacht. Dann waren durch Zufall Menschen hier und dann war die Hütte voll. Vielleicht mache ich das wieder. Aber jetzt drücke ich da drauf, weil da ist Classic Christmas. Und besser geht's. Ist klar. Erst kommt Werbung. Kann man nicht ändern, richtig. Deswegen mache ich voll. Jingle bell, jingle bell rock. It's coming in town. Ja, und so weiter. Komm, ich mach aus und flippe ich aus.